Hallöchen, meine Lieben, die Käthe wieder hier, eure Handarbeitstrolli. Ja, willkommen, meine Lieben. Und nochmal ganz lieben Dank an alle neu dazugekommenen. Herzlich willkommen und an alle, die immer so fleißig und lieb kommentieren. Vielen lieben Dank für eure Liebe. Ich freue mich immer. Ja. Warum sind wir hier? Ja, siehst du, ich habe ein Päckchen bekommen. In dem wunderschönen Tütchen, die so wunderbar haltbar sind. Ne? Aber gut, und zwar habe ich mir etwas bei FG Normal bestellt. Ja, auch hier, ich habe wieder geguckt. Okay, ich habe vier Bilder bestellt und noch ein paar Sachen, spezielle Sachen. Genau, bei den Bildern habe ich wieder darauf geachtet, dass kein Künstler dahinter steht. Auch wieder an euch bitte den Aufruf, falls ihr etwas seht, wo ich mich verguckt habe und doch irgendwo ein Künstler dahinter steht, bitte Bescheid geben, dass ich das korrigieren kann. So, genau. Gucken wir mal. Einmal reingelunzt. Es ist eine ganze Menge. Ich habe vorhin bloß einmal aufgeschnitten, um meine Adresse hier wegzuschnibbeln. Ich würde sagen, wir teilen das Video wieder. Ich mache heute die vier Bilder und die anderen Sachen zeige ich euch dann ein anderes Mal. Genau. So. Will ich die mal raussuchen. Machen wir die olle Krinkeltüte weg. Genau. Erstmal, bin ja sehr erstaunt, als ich es gerade angefasst habe, dass sich das so fest anfühlt. So, als hätten sie da irgendwas mit drin gemacht. Stock oder so. Genau. Aber wahrscheinlich nicht. Werden wir sehen. So, gucken wir mal. Fangen wir hier einfach mal an. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr friert nicht so wie ich. Bei uns hier draußen wieder die Welt unter, schon den ganzen Tag. Okay, ich komme hier nicht rein. Ja, Kinder. Entschuldigung, falls ihr das jetzt hört. So. Okay. Sieht ja rosa aus. Habe ich gerade so rosa bestellt? Okay, naja, gut, gucken wir. Also, es kommt nochmal das Bildchen in einer extra Tüte. Und wo war ich eigentlich, bevor die Kinder kamen? Ja, Welt geht unter, alles wieder dunkel und Apps. Ich klebe hier. So. So, keine Stöcker oder irgendwas drin. Das ist dann wahrscheinlich einfach, weil das so festgerollt ist. Genau. So, was haben wir hier? Standard-Toolkit mit dem grünen Bötchen, Stift, Wachs und ein paar Tütchen. Kein Mehrfachaufsetzer. Aber bei so kleinen Kids braucht man das sowieso nicht. Also alles dabei, was du brauchst. Deine Steinchen. Und jetzt gucken wir mal, was habe ich mir hier bestellt. Ach ja. Ich habe mir den Schmetterling bestellt. Warte mal, ich versuche dich mal ranzuholen. Geht das? Blub. Wieso ein bisschen schief? Guck mal. So. Genau, ich habe mir den Schmetterling bestellt und der sollte mit nachtleuchtenden Steinchen sein. Und, ach guck mal, AB-Steinchen auch noch. Legende? Gott, ich kann das nicht erkennen. Was ist das? In der Kamera könnte ich ja fast sagen, würde ich ja fast denken, das ist ein A. Purot Auge sehe ich es nicht. Aber finde ich sehr schön, dass er 1, 1, 2, 2 und so weiter und so fort. Ich habe auch ein Kit, das immer eins um eine Zahl versetzt, das macht dich wahnsinnig. Ah ja.
Und O mit dem G, ach nee, siehst du, kein O, sondern ist ein Q. Sind dann die nachtleuchtenden Steinchen. Okay, cool. Wollte ich mal ausprobieren. Was ich sehr schön, ach guck mal, was ich sehr schön finde. Also einmal Legende oben links, unten rechts mit DMC-Nummer. Und was ich hier, das hatte ich auf der Vorschau schon gesehen, den farbigen Rand, ähnlich wie bei Dümer Designs. Ich weiß, da steht nicht jeder drauf, dass da nochmal so ein Rand mit dran ist, aber ich finde das ganz töfte. Leinwandgröße 30x40. Mal gucken, bis wohin geht der Kleber. Na, ein bisschen drüber. Die Klebkraft sieht gut aus. Steinchen. Hier hast du auch deine Nummer des Kits mit drauf und die Reihenfolgennummer und hier dann auch noch mal die DMC-Nummer. Das finde ich auch immer sehr schön, dass die DMC dann da auch noch mit drauf steht. Viele, viele bunte Steinchen. Na? Hier ist nämlich der AB-Stein. Könnt ihr auch einfach so machen. Warum einfach, wenn es kompliziert geht? Hier siehst du, AB heißt Aurora Borealis oder steht für Aurora Borealis. Das sind die Nordlichter. Sprich, diese Steinchen haben nochmal eine spezielle Oberfläche mit drauf, die so in Regenfarben schimmert, Regenbogenfarben schimmert. Was ist denn wieder los hier? Was nur der Leinwand noch mal ein bisschen mehr Tiefe verleiht. Ne? Bisschen Akzente setzt. Und zwar haben wir gesagt, wir haben einmal den, jetzt haben wir gerade den roten gesehen, die 7. Die ist so hier im Flügel, in den einzelnen Skelettierungen des Flügels mit drinne. Hier unten auch. Dann haben wir einen lilanen AB-Stein. Das ist die 3, die 3, die 3, die 3, die 3. Sehe ich im Hintergrund hier so. Und hier unten auch. Und der Glowstein, das Q. Das ist halt einmal der blaue hier. Ich hole dich mal ran. Siehst auch gleich den Druck und dass die Leinwand glitzert. Na, also das Q geht einmal so schön um den Schmetterling her rum. Ja, schön. Leinwand. Gut, ist ein bisschen fester, aber denke, so wie sich das jetzt, nachdem so fest wie das eingerollt war, wie sich das jetzt glatt gelegt hat. Müsste das unter ein paar Büchern auch gut funktionieren. Auch schön finde ich hier, dass sie einfach mal den Tipp geben. Okay, hier kannst du dran schneiden. Genau. Okay, gucken wir mal weiter. Zack, hier war jetzt bloß vorne so zu. Einen Teser zugemacht. Ah ja, da sehe ich schon durch. Daran kann ich mich noch erinnern. Manchmal kann ich mich ja nicht wirklich erinnern, was ich bestellt habe. Gottes Willen. Tja, manchmal ist das so. Genau, und zwar habe ich ein Kit bestellt, ein Bild bestellt mit Strasssteinchen. Leinwandgröße 30x30. Du siehst hier die schick, ja, wenn es nicht so glänzen würde, die Mondphasen. Wir haben 16 verschiedene Steinchen mit dabei, wieder dein Standard-Toolkit. Wunderbar. Ich muss mal hier das einmal ein bisschen mehr zurücknehmen. Einmal
Bei Klebkraft ist der Tutti. Preise blende ich dir natürlich immer wieder mit ein. Jetzt bin ich beim zweiten, also hast du das wahrscheinlich schon gesehen. genau. Und bei den Steinchen würde ich einmal einen kleinen Blick riskieren wollen. Ich packe das kurz mal aus, ich bin gleich wieder bei dir. So, da bin ich wieder. Also, du hast hier einige Steinchen in den Streifen. Und einige schon vor eingepackt in diesen Zippies. So eine kristallklaren facettierten Halbperlen mit AB-Oberfläche. Das ist ein schöner Ton. Oh, die Tüte ist ein bisschen... Oh Gott, ist die... Nee, ist bloß komisch gestempelt. Ich dachte gerade, ich habe gerade einen Schock gekriegt, dass das hier gerissen ist. Nein, ist bloß komisch gestempelt. Die Tüte ist leider ein bisschen staubig, von daher seht ihr nicht die schöne rosane Farbe. Nochmal Standardgröße, Kristall, klar. Das ist nicht ganz ein Emerald Farben, aber so ein klein bisschen ins Türkis gehend. Oh, ein wunderschönes Hellblau. Gucken, kommt das? Ja, doch, an der Kamera kommt das eigentlich ganz rüber. Ganz gut rüber. Ansonsten hast du auch wieder schöne hellblaue Kristalle, fliederfarben, dunkles Lila. So, und da geht es dann schon wieder in leicht pinkier Richtung, ein Saphirblau, ein Türkis, Meerblau, so ein Himmelblau. Oh Gott, jetzt habe ich das Lied Himmelblauer Trabant im Kopf. Na toll, okay. Na, das wird ja lustig heute. Nochmal so eine türkisige Farbe. Nochmal Kristall. Das sieht anders als das Kristall, was ich eben hier vorhin hatte. Meine Neugier. Nee, ist die gleiche. Guck mal, eins. Eins. Okay, also hast du was mehr. Gut, auch nicht schlecht. Bei einigen anderen auch. Vielleicht war da ja irgendwas, dass dann einige Kunden gesagt haben, oh, die Steinchen reichen nicht. Und die haben dann extra nochmal was draufgepackt. Das kann alles sein. So, auch wieder so ein schönes, kommt dann ein bisschen dunkler raus. Ist ein leichter türkiser Unterton. Ein wunderschönes Grasgrün. Mittelgrün. Das ist auch ein schönes Grün. Das sieht fast aus wie mein Lieblingsgrün, die 907. Ein klein bisschen dunkler. Und in Strass natürlich auch wieder das Rosane. Und wunderschöne blaue Halbperlen ohne Facettierung. Ja. Sehr schön. Also so eine Sonnensteinsachen. Ich habe jetzt letztens eins fertig gemacht. Ja, finde ich ganz schön, mal so zwischendurch. Und glitzert halt die Bolle, ne? Sehr schön. So, auch hier wieder, bloß mit dem T-Satzung. Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht die Leinwand mit zerschnippel. Das wäre blöd. Oh, mal gucken. Oh ja, jetzt bin ich mal gespannt. Dieses Zurückrollen übrigens nur machen bei Kids mit gegossenem Kleber, also sprich mit der klaren Tatsache. Und ich habe schon was ohne euch gesehen. Genau. Nur machen bei Kids mit klarer Folie, nicht mit der opaken Folie, weil sonst ruiniert ihr euch eure Klebekraft. So, und ich habe, die fand ich ganz putzig, eine Ella Beige Katze. Ja, und wieder dein normales Toolkit mit dabei. Also völlig ausreichend. So, und was habe ich gesehen, was ihr noch nicht gesehen habt? Es ist ein Straßbild.
Ja, cool. Also. Moment, wie viele Farben sind denn das? Ist doch bloß schwarz und so ein bisschen irgendwas. Doch, tatsächlich noch acht. Acht Steinchen. Okay. Auch hier die Leinwandgröße ist wieder 30 mal 40. Klar, das Bild ist kleiner, aber das steht immer mit dabei. Also, wie gesagt, kein Aufreger. Kittnummer ist auch wieder mit drauf. Und auch hier alles mit drauf. Hier würde ich jetzt die Steinchen nicht mit auspacken. Ich denke, da kann man das sehr gut erkennen. Genau. Ja, die fand ich süß. Auch wenn es richtig viel Colorblocking ist. Aber ich denke, mit Stress macht das schon ein bisschen mehr Spaß. So, dann müsste jetzt theoretisch eine Vergleichsleinwand hier ankommen. Hier drinnen sein. Und zwar mal kurz luschern. Ja. Habe ich in einem anderen Shop diese Leinwand bestellt. Zumindest sah es auf dem Foto genauso aus. Mit einem milden Preisunterschied von 20 Euro. Und da wollte ich jetzt mal gucken, ist es wirklich die gleiche? Wenn ja, dann wäre das krass. Dann heißt es wirklich, und ich glaube fast ja, dann heißt es tatsächlich Augen auf und auch bei den Low-Budget-Anbietern definitiv nochmal vergleichen. So, und zwar dieses hier, dieses lila, blaue, türkise Mandala. So. Ja. Ja. Anderer Shop. Gleiche Leinwand. Nicht gleicher Preis. Vergleichspreise blende ich dir ein. Yeah. Okay. Aber du hast hier auf jeden Fall auch dein Toolkit, Standard-Toolkit, beziehungsweise hier ist noch diese Kunststoffpinzette mit dabei zum Setzen eben der größeren Spezialsteine. Tjo. Mal kurz. Aber. Die Verpackung ist ein bisschen, ja, jetzt ein Kind. Achso, du fokussierst bestimmt wieder auf den Untergrund. Ja, gut. Kleines bisschen anders. Tja, schade, schade, Schokolade. Na, die sehen gleich aus. Also sollten jetzt irgendwie bei den Steinchen noch gravierende Unterschiede sein, dann poste ich dir da auf jeden Fall noch ein Update. Ich werde das in Ruhe off-Kamera noch vergleichen. Ja, ist natürlich nicht so schön. Beziehungsweise dann die Frage, warum das eine so viel kostet, das andere so viel. Ja, krass. Aber gut, okay, ist letzten Endes mit anderen Shops ja auch nicht anders. Also auch da Augen auf. Beim, siehst du ein bisschen Chaos hier rundherum, blub. Augen auf beim auch günstig Kauf. So, ja, gut.
Haben wir wieder was gelernt, würde ich sagen. Ich packe alles zusammen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend. Bei uns ist heute irgendwie die ganze Tag dunkel. Bleibt mir bitte gesund, bleibt mir bitte fröhlich. Tragt eure Hörner aufrecht und wir sehen uns im zweiten Teil. Tschüss, meine Lieben!